Mein heutiges Thema ist Rechtsbegriffe kurz erklärt, diesmal aus dem Strafrecht. Ich bin Mario Neumann und ich bin deutschlandweit für Sie als Rechtsanwältin tätig. Beklagter und Angeklagter. Wo ist eigentlich der Unterschied? Der Beklagte ist der Gegner des Klägers in einem Zivilprozess. Den Angeklagten finden wir nur in einem Strafprozess. Und wo wir schon dabei sind, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Beschuldigter, Angeschuldigter und Angeklagter? Dem Beschuldigten wird lediglich vorgeworfen, eine Straftat begangen zu haben. Gegen diesen wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Kommt die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen zu dem Schluss, dass er auch tatsächlich diese Tat begangen hat, dann erhebt sie Anklage vor Gericht. In dem Stadium wird der Beschuldigte zum Angeschuldigten. Das Gericht muss letztendlich darüber entscheiden, ob es die Anklage der Staatsanwaltschaft auch zur Hauptverhandlung zulässt. In dem Moment, in dem das Gericht die Anklage zulässt, wird aus dem Angeschuldigten der Angeklagte. Der Angeklagte kann nun eines Verbrechens oder eines Vergehens angeklagt sein. Um was es sich handelt, richtet sich nach der Mindestfreiheitsstrafe, die das Gesetz für die jeweilige Tat vorsieht. Liegt die Mindestfreiheitsstrafe bei unter einem Jahr Freiheitsstrafe, dann handelt es sich um ein Vergehen. Liegt die Mindestfreiheitsstrafe hingegen bei über einem Jahr, dann ist es ein Verbrechen. Eine Sachbeschädigung wird beispielsweise mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Das heißt, wir haben hier keine Mindestfreiheitsstrafe, somit handelt es sich um ein Vergehen. Der Raub beispielsweise wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Das heißt, hier haben wir ein Verbrechen. Sollten Sie anwaltliche Beratung oder Vertretung benötigen, können Sie sich gerne unter den eingeblendeten Kontaktdaten an mich wenden. Sie finden diese Kontaktdaten auch in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihre Marion Neumann.